Mittlerweile bin ich seit 3 Monaten in der Welt ohne Geld unterwegs. Ohne Geld über den Atlantik nach Kanada, quer durch die USA, sogar kostenlos bis nach Hawaii. Durch den Tausch Kissenschlachten mit Amis gegen Flugticket habe ich es sogar bis Costa Rica in Mittelamerika geschafft. Von meinen 40 Kilo Gepäck habe ich über 20 zurückgelassen und bin jetzt ohne Zelt und ohne Medikamente, aber noch mit meinen beiden Kameras zum Selberfilmen unterwegs. Costa Rica schaut auf den ersten Blick nicht so paradiesisch aus, wie ich es mir erträumt habe. Die Hauptstadt San José mit ihren gerade mal 340.000 Einwohnern ist bekannt für ihre hohe Kriminalitätsrate. Deshalb nicht sie weg. Ich trampe durch das kleine Land, etwas unkonventioneller als in den USA, dafür aber total legal. Tja, da hocke ich nun an der Straße in Costa Rica, versuche bislang noch vergeblich zu trampen. Einige Sachen sind hier schwieriger. Leute wollen Geld für Mitfahrgelegenheiten haben. Leider habe ich auch keine Unterkunft, da kaum Leute auf der Internetseite Couchsurfing.com zu finden sind. Trinkwasser kann ich nicht trinken und Spanisch kann ich leider auch nicht so gut wie Englisch sprechen. Wir werden abwarten. Ja. So laufe ich nun durch Costa Rica. Ich habe es fast bis an die panamesische Grenze geschafft, aber es regnet, es ist momentan Regenzeit. So komme ich nicht weiter, auf keinen Fall. Komme ich doch, als angeblicher Schüler in einem Schulbus. Mein großer Rucksack hilft dabei. In einer Busstation in der Stadt David in Panama übernachte ich dann bei gerade mal 7 Klimaanlagen Grad Celsius. Ich fühle mich total ausgewrungen, in dieser Kälte in aller Öffentlichkeit zu schlafen. Hieß es nicht immer von Janosch, ich will nach Panama? Der musste bestimmt nicht auf Busbahnhöfen in eisiger Kälte schlafen. Wahnsinn, wie naiv meine Panama-Vorstellungen als Kind eigentlich waren. Ich bin auf jeden Fall ziemlich angespannt, da ich mir auch noch mehr Sorgen um meine Sicherheit und meine Reisepläne ohne Geld machen muss, als noch in den USA. Einfach mal nach Tickets fragen ist hier schwierig. Doch die Überraschung, ein Ticket bis nach Panama-Stadt zu bekommen, ist am nächsten Morgen perfekt. Warum geben Sie mir ein kostenloses Busticket? Ich glaube, dass man Menschen helfen muss. Ich hatte eine ziemlich ärmliche Kindheit und habe dort erfahren, wie es ist, mit sehr wenig Geld zu leben. Andere Leute haben mir damals aber geholfen. Wenn mir Gott heute die Möglichkeit gibt, anderen Menschen zu helfen, ist das ein guter Weg, das zurückzuzahlen. Kostenlos heißt noch lange nicht warm. Genauso wie gestern Nacht im Busterminal ist es mal wieder äußerst kalt hier im Bus, da die Klimaanlage auf Höchsttouren läuft. Also fast am Äquator und es ist richtig kalt. Tja, da bin ich nun in Panama-Stadt und habe über Couchsurfing.com natürlich eine Unterkunft gesucht, 20 Leute angeschrieben, nur ein einziger hat sich gemeldet, aber das war das goldene Los, denn dieses Haus hier gehört Roger. Und Roger ist im Urlaub und hat gesagt, komm, ich bin im Urlaub, du kannst hier 5 Tage oder 6 Tage bleiben. Tja, und Roger hat mir geschrieben, der Kühlschrank gehört mir für 5 Tage. Also so nette Leute gibt's auf der Welt, vertrauenswürdig, die mich einfach in ihr Haus lassen, inklusive Kühlschrank, ohne mich jemals persönlich getroffen zu haben. So nette, vertrauensvolle Leute gibt's, Wahnsinn. Da stehe ich nun bei 35 Grad im Schatten vor der deutschen Botschaft als Butler. Ja, ich habe den deutschen Botschafter angeschrieben, ihn gefragt, ob er mir helfen kann, nach Kolumbien zu gelangen, da der Landweg verschlossen ist. Er sagt, klar, kann man machen, ein Flug nach Kolumbien ist immer drin, aber eine Gegenleistung muss sein. Hier als Butler auf seiner Gartenparty heute Michael Wigge. Mal schauen, wie es wird. Ja, hola, Michael Wigge de Alemania.
Und diese Gartenparty ist keine gewöhnliche, sondern wird anlässlich der Bundestagswahlen in Deutschland geschmissen. Ich bin auf deutschem Boden. Eine Viertelstunde noch, dann ist es 18 Uhr und dann kommt die Prognose. I did first mistake. I have to leave it closed. Yeah. Okay. Also ich habe den ersten Fehler gemacht. Some people have it open. Einige Leute öffnen die Flaschen vorab, wir aber nicht. Okay, sorry. Okay. Ja, ich habe es versehentlich schon aufgemacht. Muss zubleiben, die Weinflaschen. Wenn noch mal was möchte. Trotz wackeliger Hände klappt es. Tja, so bin ich halt als Butler hier und im Hintergrund die Bundestagswahl. Da, in der Residenz ja in Panama. Sie sind ja die Frau des Botschafters. Wie mache ich mich denn? Also Sie sind ganz toll, muss ich sagen. Aber eines muss ich sagen, Sie machen die Gläser zu voll. Das ist nicht so schick. Ein bisschen weniger, da kann man noch ein bisschen riechen. Ich lerne, dass Weingläser idealerweise sogar zu 55% gefüllt sein sollen. Uiuiuiui. Der Botschafter zeigt sich letztendlich zufrieden und betont, dass das Fluggeld aus privater und nicht aus staatlicher Tasche kommt. Danke, dass Sie mir weitergeholfen haben für die Reise. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Auf der Gartenparty lerne ich diesen Herrn kennen, der mir gleich einen zweiten Job im Staatstheater von Panama am selben Abend anbietet. Dass es so weit mal kommt, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ich helfe aus bei der Zauberflöte. In den Proben. Beim Chor. Ich stehe nahe zu sein. Tja, so stehen wir jetzt. Hinter der Bühne. Gleich der Auftritt. Was Mozart gerade wohl denken würde, wenn er meine schiefe Stimme zu der altehrwürdigen Zauberflöte hören würde. Das Gute ist, dass alle Panamesen wahrscheinlich denken, dass ein Deutscher so Chorgesang kulturell wahrscheinlich mit in die Wiege gelegt bekommen haben muss. So komme ich inkognito durch. Mit beiden Jobs bekomme ich dann sogar ein Flugticket 4000 Kilometer südlich nach Peru mit einem Zwischenstopp in Kolumbien. Das erspart mir mindestens 2 anstrengende Reisewochen durch Kolumbien, Ecuador und das nördliche Peru. Trotzdem rennt mir die Zeit davon. Von Lima muss ich dann immer noch 7000 Kilometer südlich nach Feuerland innerhalb von 7 Wochen ohne Geld reisen. Meine Angst, es nicht mehr zu schaffen, steigt. Tja, da sitze ich jetzt am Flughafen, fühle mich nicht gesund, nicht gut und es geht nach Kolumbien. Fakten sprechen nicht gerade für Kolumbien. Jährlich werden in diesem Land 20.000 Menschen getötet und über 500 entführt, hauptsächlich aufgrund der hohen Drogenkriminalität. 70% des weltweit verkauften Kokains werden in Kolumbien angebaut. Ich spüre bei diesen Fakten ein Angstgefühl, dass ich mich dieses Mal überschätze. Niemand in Deutschland weiß gerade, dass ich mich in Kolumbien befinde. Natürlich ohne Geld. Wahrscheinlich würde ich offiziell für verrückt erklärt. Gut, dass man nicht immer alles gleich erzählen muss. Gerüchte würden wahrscheinlich sofort die Runde machen, dass ich mit Drogenboss-Legenden wie Pablo Escobar hier abhänge und auf die schiefe Bahn gerate. Nee, lieber mal nichts erzählen. Mein erster Eindruck der Karibikstadt Cartagena ist widersprüchlich. Tolle Kolonialarchitektur, aber Militär und Polizei an jeder Ecke, sogar am Strand. Schönste Karibikküste, aber von Armut und Miami-ähnlicher Skyline geprägt. Tja,
Ja, da stehe ich nun ohne Geld in Kolumbien und habe Hunger. Um es mir zu erleichtern, diesmal ausgedruckt, Sin Dinero Hasta el Fin del Mundo, da mein Spanisch große Lücken aufweist. Mal schauen, wie es läuft. Hallo, ich bin aus Deutschland und reise ohne Geld ans Ende der Welt. Hast du etwas Altes zu essen, das nichts kostet? Gar nichts? Das war noch nicht so gut. Die Essenssuche in Kolumbien gestaltet sich schwieriger als in Nordamerika. Nur noch jeder Fünfte gibt mir etwas. Trotzdem gibt es Überraschungen. Elias hat mich gesehen, hat meine Geschichte gehört und gibt mir kostenlos ein Bier. Elias, muchas gracias. Oh, yes. Es ist muy bien. Muy bien. Auf meinem Rundgang bekomme ich anstatt Essen plötzlich eine kostenlose Armmassage angeboten. Wow, danke. Wie heißt du? Marta. Was arbeitest du denn hier? Ich massiere Gästen am Strand den Arm mit Creme ein. Wie viel Geld verdienst du damit? Am Tag verdiene ich ungefähr 20.000 Pesos, also 10 Dollar. Was kannst du denn für die 10 Dollar am Tag leisten? Nicht besonders viel, aber ich kann davon leben. Hast du Kinder? Ja, eine Tochter. Schau mal, die große von beiden. Wie fühlst du dich mit deiner Tochter von gerade mal 10 Dollar am Tag leben zu müssen? Gut. Kommt denn nie Neid auf, dass andere in Saus und Braus leben? Nö, jedem das seine. Ich bin glücklich so. Ich tanze nicht und trinke nicht. Von daher reicht's. Mein Leben besteht aus Arbeiten, Essen und Schlafen. Und die Bibel ist wichtig, die ich jeden Tag lese. Beim Rundgang durch die Stadt fällt mir auf, dass an jeder Ecke gespielt wird. Ihr spielt hier mit Geld. Wie viel ist der Einsatz? 500. Warum ist es besser, mit als ohne Geld zu spielen? Weil es einfach spannender ist und man mehr Motivation hat, gewinnen zu wollen. Wie ist es, ohne Geld zu spielen? Ohne Geld ist es langweilig. Ohne Geld spürt man einfach nichts. Die Emotionen fehlen dann. Mit Geld ist es einfach interessanter, weil du verdienst und somit aufmerksam bist. Ich bin überrascht, dass Geld in diesem Kontext so wichtig und positiv betrachtet wird. Ich habe leider keine Unterkunft gefunden, da Couchsurfing.com in Lateinamerika total schwierig ist und hier in Kolumbien hat sich niemand auf meine Anfragen gemeldet. Deshalb bleibt mir nur eine Chance, Leute auf der Straße zu fragen, was natürlich ein gewisses Risiko ist. Wen fragt man da? Ich schieße einfach mal los, habe hier mein kleines Heftchen, Sin Dinero Hasta el Fin del Mundo. Mal schauen, dass ich jemanden finde, der auch nett ist. Kann ich bei dir wohl übernachten? Sorry, ich wohne hier nicht. Ich bin aus Deutschland und reise ohne Geld ans Ende der Welt, bis zur Antarktis. Ich weiß heute Nacht nicht, wo ich schlafen kann. Darf ich bei Ihnen schlafen? Was? Bei uns? Die Zimmer sind alle voll. Ginge es vielleicht auf dem Sofa? Auf dem Sofa geht das schon. Wie, auf dem Sofa ist es okay? Wirklich? Ja, klar. Ich kann es nicht glauben, ich kann hier heute Nacht schlafen. Warum darf ich bei euch schlafen? Ihr kennt mich ja gar nicht. Du siehst ehrlich und nett aus. Außerdem sollte man Leute nicht ablehnen, die kein Geld haben. Gerade einen Ausländer sollte man nicht auf der Straße lassen. Vielen Dank, das ist sehr großzügig. Die Gastfreundschaft ist umwerfend. Übernachtung, so viel ich will, egal wie voll die Zimmer der Großfamilie sind. Ich bin da mal weg. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Hier ein kleiner Bär als Symbol meiner Stadt. Ein kleines Dankeschön. Danke, gute Reise. Thank you.
unglaublich positiven und trotzdem gegensätzlichen Eindrücken über Kolumbien, das gewöhnlich einen gefährlichen Ruf hat, fliege ich mit meinem Botschafts-Butler-Chorknabenticket zur peruanischen 7-Millionen-Einwohner-Hauptstadt Lima, die mich mit ihrem Verkehrschaos, ihrer Armut und einem permanenten Staub und Smog freudig empfängt. Tja, da stehe ich nun irgendwo mitten in Lima und es ist ein riesiges Durcheinander. Ohne Geld hier fühlt sich gerade gar nicht gut an. Bevor ich in Panik gerate, hole ich aber den Joker heraus. Er heißt Karina, ist Anfang 30 und Peruanerin. Ich habe Karina vor 10 Jahren mal auf einer Peru-Reise kennengelernt. Sie bietet mir Unterkunft und genug Essen in ihrer Familie an. Ihre Lebensumstände sind ärmlich. Zwar gibt es genügend Essen und Platz im Haus für alle Bewohner, aber fließend Wasser und beheizte Räume sind nicht an der Tagesordnung. Leben ohne Geld ist für die Menschen hier kein Projekt und auch nicht unterhaltend. Überschreite ich hier in Südamerika mit meinem Projekt eine moralische Grenze? Karina führt mich zu peruanischen Restaurants und erzählt mir ein peruanisches Geheimnis, um kostenlos Essen und Aufmerksamkeit zu bekommen. Man muss einfach nur so tun, als hätte man Geburtstag. Ich glaube, ich habe jetzt gleich Geburtstag. Mal wieder. Okay, das war moralisch verwerflich, aber als äußerste Notsituation auch nicht zum Nachmachen gedacht. Durch Karinas Ex-Ehemann, der in den USA wohnt, bekomme ich eine Weiterfahrt für ca. 20 Euro in die peruanische Andenstadt Cusco auf 3400 Höhenmetern spendiert. Cusco, die ehemalige Hauptstadt der Inka-Kultur. Ja, da stehe ich jetzt nun in Cusco auf 3300 Höhenmeter und ich muss es irgendwie schaffen, nach Machu Picchu zu gelangen, ohne Geld natürlich. So, das Ganze ist ein bisschen problematisch, da ich in ziemlichem Zeitdruck bin. Mein Schiff in die Antarktis verlässt Feuerland am 7. November. Also ich habe nur noch 5 Wochen Zeit, um 5000 Kilometer hinter mich zu legen. Ich muss mich beeilen. Dank verschiedener Leute, die ich anspreche, bekomme ich den Kontakt zu einer Reiseagentur, die mir anbietet, mich als Lastenträger mit zur weltberühmten Inka-Stadt Machu Picchu mitzunehmen. Aber es heißt wieder wandern wie in Ohio, aber dieses Mal 80 Kilometer in äußerst luftiger Höhe. Hier die Reisegruppe, hier die Träger, hier die Lasten und hier bin ich. Tja, davon soll ich irgendwas tragen. So, what should I take? Nico, was soll ich als Träger nehmen? Unsere Träger schleppen Essen, Stühle, Liegematten, Zelte. Pro Person 40 Kilo. Do you think I can do that? Denkst du, das schaffe ich? Ja, ich denke schon. Höhenmeter zurückgelegt am ersten Tag. Wir befinden uns fast auf der Höhe des Großglockners. Hier schlafen die Touristen in ihren Zelten. Und hier schlafe ich heute Nacht mit den Trägern auf dem Boden. Oh Gott. Oh Gott. So ist das Leben. Ohne Geld. Nach der Strapaze geht es weiter mit Küchenarbeit. Oh je. Machst du diese Aufstiege nach Machu Picchu jede Woche? Ja, jede Woche. Aber ist das nicht ein bisschen zu hart für eine Frau? Das fragen alle. Ich finde es aber okay. Nimmst du etwa nur die Plane als Untergrund zum Schlafen? Nee, nur die Plane, das reicht. Wenn du frierst, nimm das Schafsfell. Ja, das ist gut. Wann müssen wir morgen früh denn raus? 4 Uhr in der Früh. Was, um 4? Die Nacht wird definitiv keine Erholung.
Es ist 5 Uhr morgens und die erste Nacht mit den Trägern hier in der Hütte war total schlimm. Es war total kalt. 5 Grad auf 3600 Meter Höhe. Ich weiß nicht, wie ich diesen Tag durchstehen soll. Es geht jetzt heute auf 4600 Meter. Höhenmeter nehmen einen ziemlich mit. Ein Mittel gegen Höhenkrankheit sind Kokablätter. Man tut die sich hier in den Mund. Schluckt sie nicht runter, auf keinen Fall. Behält sie hier im Gaumen. Und dadurch hat man so einen kleinen Kick, so wie so ein Kaffeekick, ein bisschen mehr und kann die Höhe besser aushalten. Es geht los. Der zweite Tag wird hart. Jetzt muss ich das Tempo der einheimischen Träger mithalten. Doppelt so schnell wie die Reisegruppe, da wir morgens abbauen und mittags schon das Essen vorbereiten müssen. Oh, es entwickelt sich zur härtesten Herausforderung der ganzen Reise ohne Geld. Wie viel verdient ein peruanischer Lastenträger? Ungefähr 50 bis 60 Dollar pro Trip. Also ungefähr 200 Dollar im Monat? Ja, genau. Ich kann ja. Das ist so schlimm. Das ist echt so schlimm. Die 20 Kilo machen mich fertig. Und jetzt verliere ich auch schon Anschluss an die Träger. Señor, una pregunta. Disculpa. Entschuldigung, ich kann nicht mehr. Können wir die Lasten auf das Pferd schnallen? Oh, disculpa. Sorry, das geht nicht. Die Pferde sind voll beladen. Geht nicht. Ich bleib auf meinem Kram hängen. Die Jungs sind sauer. Die Träger sind stinksauer. Rufen eindauernd von da oben runter, dass ich mich bloß beeilen soll und nicht stehen bleiben soll. Sind die gerade hinter der Ecke verschwunden? Die sind stinksauer und die haben die Verpflichtung, vor den Touristen in dem Höhenlager zu sein, um das Essen vorzubereiten. Und wenn das nicht passiert, dann wollen Touris ihr Geld zurück. Und ich bin schuld. Oh Scheiße, da kommt ja schon wieder Scheiße. Ich bin über 4000 Meter. Ich krieg keine Luft mehr. Oh, ich krieg echt keine Luft mehr. Durch meine Tempoprobleme kann ich die nächsten 2 Tage mit der Reisegruppe und mit leichtem Gepäck auf dem Rücken gehen. Am Tag 5 ist es dann endlich soweit. Machu Picchu, die geheime Inka-Stadt mitten im Hochlanddschungel, die erst 1911 entdeckt wurde. Tja, am Eingang von Machu Picchu viele Touristen und ich habe kein Ticket. Ich habe 4 Tage als Lastenträger gearbeitet. Klar, komm rein. Ich hab's geschafft. Okay, ich hab mich zu früh gefreut. 2. Checkpoint. Toll. Ich bin Lastenträger und hab kein Geld. Warte mal, ich muss nachfragen. Oh Gott, jetzt gibt's Ärger. Oh Gott, ich werde rausgeschmissen. 4 Tage, harte Arbeit, 4600 Meter, ich werde rausgeschmissen. Oh Gott. Hier, sprich mit der Dame, sie entscheidet. Haben Sie eine Eintrittskarte? Nee, leider nicht. Jeder, der hier rein will, braucht ein Ticket. Hier steht's geschrieben. Ja, aber ich habe als Lastenträger über 4 Tage gearbeitet. Ohne Ticket geht's nicht rein. Das war's. Machu Picchu ist vorbei. Ich hab's nicht geschafft. Kein Machu Picchu. Adios, Machu Picchu. Nach diesen Absagen bin ich so frustriert und niedergeschmettert, dass ich eingeschnappt reagiere. Machu Picchu ist mir einfach egal. Die Sehenswürdigkeit fällt ins Wasser. Zurück mit der Reisegruppe in Cusco schlafe ich beim deutschen Auswanderer Stefan. Was jetzt passiert, erweitert die Pechsträhne dieser Reise. Wir sitzen bei ihm in der Wohnung, als plötzlich sein Ofen Feuer fängt und in Flammen steht.
Wir rennen zur Dusche, um Wasser zu holen, nur wie so oft ist das Wasser abgestellt. Ich rufe zu den Nachbarn, Fuego, Fuego! Aber die Nachbarn denken wohl eher, dass ich ein Feuer für eine Zigarette brauche. Ein Polizist eilt herbei, reißt die Fenster auf, sodass das Feuer durch die Sauerstoffzufuhr auf große Teile der Wohnung übergreift. Ich schaffe es in letzter Sekunde, mein angebranntes Gepäck keuchend aus dem Feuer zu holen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr ein einziges Desaster. Tja, Feuer. Gerade noch gut gegangen. Ich übernachte unter Schock am Bahnhof von Cusco und bekomme am nächsten Morgen durch meine Negativgeschichten aus Mitleid ein Busticket nach Puno am Titicacasee geschenkt. Aus Anspannung und Verzweiflung wird pure Erleichterung. Dort geschieht ein wahres Wunder. Tja, Zufälle gibt's. Im Bus nach Puno treffe ich Kiki und Hedwig. Wir sind Freunde über Freunde. Ehemals kennen wir uns aus Köln vor ungefähr 4 Jahren. Ne? Korrekt. Ja. Richtig. Und hier im Bus wieder getroffen. Genau. Und ihr wollt mir helfen, oder? Ja, unbedingt. Was bekomme ich denn? Erstmal ins Nebenblick. Was bekommst du? Was leistest du denn? Also ich kann euch über den Titicacasee fahren. Aha. Mit dem Boot. Wenn das so, das wäre mein Ding. Ja? Eine schöne Idee. Ja, also warmes Essen ist auf jeden Fall schon mal drin. Bisschen schneller könnte schon gehen. Ja. Gesagt, getan. Ich strample und darf dadurch sogar den Uros-Stamm mit Kiki und Hedwig besuchen, der auf Schilfinseln, sogar den höchsten Inseln der Welt, auf dem Titicacasee lebt. Nicht genug vom Schilf. Sie essen es sogar und bauen ebenfalls ihre Häuser und Boote aus Schilf. Islas Flotantes werden ihrem Ruf natürlich gerecht, weil man hier richtig einsackt. Und jetzt das Unglaubliche. Der Präsident des Stammes hört von meiner Geschichte und möchte deshalb gerne mit mir über das Thema Geld sprechen. Leben die Leute hier ohne Geld? Ja, wir leben hauptsächlich vom Fischfang. Tauscht ihr die Sachen? Ja, Tauschhandel ist sehr wichtig. Zum Beispiel Fisch gegen Kartoffeln und so. Aber mittlerweile bekommen einige der Urus auch Geld vom Tourismus. Wie ist der Unterschied zwischen den Leuten mit und ohne Geld? Das Geld ist gut, weil es die Bildung bezahlt. Sogar Computer und so. Wer ist denn glücklicher, die Urus-Leute mit oder die ohne Geld? Bei Krankheiten hilft das Geld schon, wenn man ins Krankenhaus muss. Also Geld ist nicht schlecht. Wahnsinn. Alles kostenlos. Ich kann es gar nicht glauben. Total cool. Als Ruderer bei den Urus mal wieder eine sehr anstrengende Geschichte. Dafür die Gegenleistung. Geld für ein Ticket nach Bolivien, eine Unterkunft und genug Nahrung. Kiki und Hedwig, wahre Helfer in der Not. Leider werde ich nun durch die großartige Hilfe der beiden leichtsinnig und fahre ohne vorauszuplanen zur bolivianischen Hauptstadt La Paz. Die höchste Hauptstadt der Welt auf über 3500 Höhenmetern ist wohl auch eine der bedrückendsten. Ein gewaltiges Häusermeer schlägt mir entgegen. Ja, 18 Uhr abends, ich bin in La Paz angekommen, hab natürlich sehr viel Hunger jetzt. 24 Stunden nichts gegessen, irgendwelche Stände abgrasen, es muss was passieren. Hallo, haben Sie etwas zum Essen kostenlos? Nö, ich hab nichts übrig. Mittlerweile habe ich seit dem Vorabend nichts mehr gegessen. Meine erfolglosen Fragen und eine gewisse Genervtheit der Einheimischen, dass ein reicher Europäer ohne Geld angereist ist, signalisiert mir, hier aufzuhören. Ich brauche einen Notfallplan, um die Reise nicht abbrechen zu müssen. Bolivien, das Land, das man vielleicht gerade nicht ohne Geld besuchen sollte. Ich habe bestimmt über 15 Läden abgeklappert. Ohne Geld geht hier nichts. Überhaupt nicht. Nach herzlichen und bereichernden Kontakten in Costa Rica, Panama und Kolumbien haben sich Peru und Bolivien zum Albtraum entwickelt. Als glückloser Lastenträger verwickelt in einen Wohnungsbrand und ohne Unterkunft und Essen in Bolivien. Wie soll ich da nur wieder herauskommen? Es sind noch wenige Wochen bis zur Abfahrt des Luxusschiffes von Feuerland bis in die Antarktis, auf dem ich arbeiten kann. Werde ich es schaffen, dorthin zu gelangen? Wie wird sich Argentinien zeigen? Als Tangotraum oder doch eher als fußballverrücktes Maradona-Mekka? Und werde ich jemals die Antarktis betreten, um mit Pinguinen einen Freudentanz zu machen? Alle Antworten im letzten Teil, natürlich wieder ohne Geld.
Das Begleitbuch Ohne Geld bis ans Ende der Welt ist ab sofort im ZDF-Shop und im Handel erhältlich.